Ja, herzlich willkommen miteinander hier auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha. Ich bin gerade an einem See und habe mir gedacht, für den einen oder anderen ist es sicherlich interessant, mal zu sehen, wie man denn eigentlich die Kamera einstellen muss. In dem Fall eine Sony-Kamera, um den Augenautofokus richtig zu handhaben und zu aktivieren. Der erste Punkt, den ihr dazu wissen müsst, der Fokus funktioniert nur im kontinuierlichen Autofokus. Also ihr müsst hier den AFC schon mal auswählen. Dann prüfen wir kurz die anderen Einstellungen. Um euer Ziel perfekt zu finden und der Kamera die breiteste Handhabe zu ermöglichen, das Auge im Bild zu finden, ist es wichtig, dass ihr das Fokusfeld auf breit stellt. Damit beurteilt er das komplette Bild. Wenn ihr das Fokusfeld hier kleiner limitieren würde, zum Beispiel hier auf M, dann seht ihr schon, nur dort, wo der Fokusrahmen ist, wird dann das Auge gesucht. Wenn ihr die Kamera zwingen wollt, das automatisch im ganzen Bild zu tun, müsst ihr das Fokusfeld auf breit stellen. Dann werden alle 690 Phasendetektionspunkte dazu verwendet. Dann geht ihr in das Menü. Hier bei der Sony A7 R3 ist es die Seite 6 von 14 in der ersten Kameraregisterkarte. Und ihr seht hier schon, unten am dritten Punkt ist Gesichts-Augen-AF-Einstellungen. Dort geht ihr mal kurz rein. Und dort müsst ihr zuerst einmal auswählen, ob ihr einen Mensch oder ein Tier aufnehmen wollt. In dem Fall wollen wir einen Menschen aufwählen, deswegen lassen wir das gleich eingestellt. Ansonsten könnt ihr hier auch vorwählen, ob die Kamera innerhalb des Feldes dem Gesicht und dem Auge Priorität geben soll. Also wenn zum Beispiel Gras im Vordergrund ist, ein paar Grashalme, dann fokussiert die Kamera nicht auf das Gras, sondern dahinter auf das dahinterliegende Gesicht und sucht auch darin dann das Auge. Deswegen ist das hier wichtig, dass das auf 1 steht, wenn ihr nicht wollt, dass der Vordergrund mit aufgenommen wird. Dann könnt ihr hier einstellen, ob um das Gesicht auch ein Erkennungsrahmen angezeigt werden soll. Das seht ihr ja zum Beispiel hier ganz gut. Dann seht ihr schon, dass jetzt um die Gesichter ein kleiner AF-Rahmen auftaucht. Das bedeutet nämlich, dass ihr schon mal seht, bevor ihr abdrückt und bevor ihr fokussiert, dass er hier ein Gesicht gefunden hat. Also ihr seht manchmal, es ist jetzt halt nur von einer Zeitschrift, deswegen funktioniert das nicht so super. Aber wenn jetzt hier mehrere Gesichter wären, dann würden überall, also echte Menschen natürlich, dann wären hier überall die AF-Rahmen zu sehen. Gehen wir aber trotzdem nochmal hier ins Menü. Also hier in den Gesichts- und hier könnt ihr eben auch sagen, wenn er Tieraugen erkennt. Das habe ich alles auf 1 und das wäre es auch schon gewesen. Wenn ihr das habt, also AFC, ein breites Feld, dann wird er das Gesicht suchen und dann könnt ihr noch die Priorität einstellen, dass er eben Dinge im Vordergrund ausblendet. Und wenn ihr jetzt mal schaut, ihr habt das ja gerade schon ansatzweise gesehen, wenn ich jetzt den Fokus halbiert halte, dann seht ihr, dass der Fokus wunderbar auf einem Auge bleibt. Wenn ihr ein echtes Model jetzt hier vor euch stehen habt, dann wird stets das Auge fokussiert, das euch zugewandt ist. So wie es ja dann auch gehört, man fokussiert ja immer auf das vordere Auge. Das übernimmt jetzt hier komplett die Kamera. Ihr seht das, auch wenn ich hier ein bisschen rauszoome, findet er immer noch das Auge, obwohl es hier wirklich nur eine Zeitschrift ist. Bei Menschen funktioniert das nochmal deutlich besser. Und wie gesagt, wenn ihr hier ein kleineres AF-Feld einstellt, zum Beispiel hier Mitte, dann zwingt ihr ihn nur innerhalb diesen. Also er kennt zwar das Gesicht im Rahmen, aber wenn ich jetzt fokussiere, fokussiert er nicht dort, wo der Rahmen ist, sondern ihr zwingt ihn praktisch auf das Vierkantfeld. Und erst wenn ich das Vierkantfeld über das Gesicht bringe, wird er auch darin ein Auge suchen. Sobald ich wegschwenke, wird er wieder in den Rahmen gehen, weil wir ihn eben zwingen, diesen zu verwenden. Wenn ihr das eben vermeiden wollt, dann müsst ihr das ganze Feld in der kompletten Breite fokussieren und dann kann es auch außermittig sein. Und er findet trotzdem das Auge. Soweit zu diesem kleinen Quick-Tipp. Mich hat es gefreut, dass ihr wieder reingeschaut habt. Bis zu einem nächsten Video mal wieder und tschüss.